So, mal wieder ein spezieller Wahl-O-Mat, und zwar China-Wahlcheck. Jetzt starten. Ein Achtel Deutschland, ist das Bayern? Nee, das soll wohl heißen, die erste Frage von 8. Deutschland soll gegenüber China stärker für Menschenrechte eintreten, auch wenn dies deutschen Wirtschaftsinteressen möglicherweise schadet. Ja, stimme ich zu. Die Frage ist natürlich immer, wie weit es schadet, aber okay. Deutschland soll sich auf EU-Ebene für personenbezogene Sanktionen gegen die gesamte chinesische Führungsriege einsetzen, welche für die massiven Menschenrechtsverbrechen in China verantwortlich ist. Stimme ich auch zu, denke aber, dass man natürlich also auch, ja, jeden Fall so mal persönlich auch bewerten muss, weil dann hat man nämlich die Chancen, die Leute, die, also ich sag jetzt mal, die wirklich Schlimmen, die dürfen überhaupt nicht mehr, und die, die sich vielleicht auch durchaus in China eher auch mal kritisch, obwohl die wird man kaum in der chinesischen Führungsriege finden, zu der Situation im eigenen Land geäußert haben, die halt eben dann nicht so stark zu sanktionieren. Also das wäre natürlich sehr, sehr sinnvoll, aber erstmal stimme ich zu. Deutschland soll die Verbrechen gegen die Uiguren in Osttürkistan, also Xinjiang, als Völkermord bezeichnet. Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur die Verbrechen gegen die Uiguren, sondern beispielsweise auch das, was in Tibet stattfindet. Deutschland sollte die Olympischen Winterspiele 2022 diplomatisch boykottieren und keinerlei Vertreter entsenden. Bin ich prinzipiell auch dafür, also vor allen Dingen ein diplomatischer Boykott. Oder ich sag erstmal auch da ein klein wenig die Provokationsschiene fahren, aber ich denke, diplomatischer Boykott ist das Allerbeste. Deutschland sollte sich auf EU-Ebene für ein Lieferkettengesetz einsetzen, welches europäische Unternehmen für ihre gesamte Lieferkette zivilrechtlich haftbar macht. Für Produkte aus Zwangsarbeit sollte es ein Einfuhrverbot geben. Okay. Also diese Produkte aus Zwangsarbeit, Einfuhrverbot, stimme ich sofort zu. Das mit den Lieferketten ist so ein gewisses Problem. Also erstens mal werden die Chinesen sofort versuchen zu bescheißen und dann die deutschen Unternehmen dafür verantwortlich zu machen, dass die Chinesen bescheißen, ist halt eben schon mal etwas schwierig. Die andere Sache ist natürlich so, das merkt man ja auch mit den bereits existierenden Lieferkettengesetzen, dass das natürlich meistens also Großunternehmen nicht so tangiert, allerdings eher die kleinen Händler und kleinen Produzenten betrifft, die nämlich dann einfach für die der bürokratische Aufwand dann oft viel zu groß ist. Das merkt man natürlich, also ich sag jetzt mal eher so an Ländern wie Bangladesch oder Vietnam und so weiter. China, ich glaube, da gibt es auch keine kleinen Firmen, die da groß exportieren dürfen. Also mit etwas Bauchschmerzen stimme ich zu. Deutschland sollte regelmäßig Schiffe der Bundeswehr in das südchinesische Meer entsenden. Die bereits geplanten sowie zukünftigen Entsendungen sollten dabei auch in Taiwan Halt machen. Außerdem sollen deutsche Regierungsvertreter auf Ministerebene regelmäßig nach Taiwan reisen. Ja, finde ich richtig. Eigentlich, okay, das wäre jetzt sehr provokativ, sollte man quasi Taiwan als die eigentliche chinesische Regierung zuständig auch für Gesamtchina anerkennen und nicht, ich sag jetzt halt mal, der Haufen, der da in Peking rumsitzt. Deutschland soll keine kritische Infrastruktur von chinesischen Unternehmen bauen lassen bzw. deren Komponenten verwenden. Beispielsweise sollte Huawei vom 5G-Netzausbau ausgeschlossen werden. Auch da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich bin eigentlich ein Freund des freien Marktes und es soll eigentlich immer der Beste genommen werden. Allerdings kann man bei chinesischen Unternehmen nicht wirklich sagen, dass die nach den Regeln des freien Marktes handeln, und die Gefahr ist einfach, also was heißt hier die Gefahr? Die Gefahr ist, es wird eine Tatsache sein, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, entsprechend Spionage für den chinesischen Staat und auch für chinesische Firmen betreiben werden.
Also stimme ich auch hier zu. Deutschland sollte Hongkongern erleichtern, sich in Deutschland langfristig niederzulassen. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, also Probleme in der Welt dadurch zu lösen, dass die Leute zu uns kommen. Im Einzelfall, wenn ihnen wirklich Verfolgung droht, dann natürlich schon. Prinzipiell muss es allerdings einfach auch einen Widerstand in Hongkong durch Hongkonger geben gegen die chinesische Bevormundung. Und der wird nicht leichter, wenn alle die Leute hierher kommen. Also, nee, diesmal stimme ich nicht zu. Oh, welch Wunder. Juncker Janel auf der grünen Linie. Okay, also was mich jetzt irgendwie schon so ein klein bisschen hier also auch geärgert hat, ist also wie gesagt, also vorhin ging es nur um die Uiguren, die Tibeter hat man schon komplett vergessen, Falun Gong, Religionsfreiheit hat man auch irgendwie vergessen in dieser Umfrage. Auch Christen werden übrigens in China verfolgt, also wenn es wirkliche bekennende Christen sind. Auch dazu kein Wort. Ja, dann muss man sich natürlich auch über das chinesische Credit Point System mal einen Gedanken machen. Hat jetzt zwar natürlich mit der Bundestagswahl wenig zu tun. Wobei die Grünen und in der SPD wohl es auch so zumindest klammheimliche Sympathien für dieses Credit Point System gibt. Und ist ja jetzt wohl auch so, wer sich beispielsweise impfen lässt, kriegt ja im Prinzip auch schon Credit Points. Also da hätte man vielleicht also auch ein bisschen auch etwas hier bei der Umfrage machen können. Im Übrigen, was mich auch etwas irritiert ist halt eben, die AfD hat nicht auf die Anfragen des China-Wahlchecks reagiert. Also da muss ich mich also wirklich, also hier mal ein bisschen so Kritik an der AfD, normalerweise die Beschwerde, wir dürfen nicht mitmachen, wir werden nicht eingeladen, hier sind sie offensichtlich eingeladen worden, ich bin ja Wocke mittlerweile auch schon. Also die sind offensichtlich eingeladen worden, haben aber dann nicht geantwortet. Also auch nicht gut. Na gut, die große Überraschung, wie schon vorher gesagt, in Bezug auf China-Politik, Juncker Janel auf Parteilinie der Grünen. Aber was Interessantes.